Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Dreamy. Und ihr seht, ich habe ein bisschen offscreen ein bisschen gebaut, ja. Und die letzte Folge ist wieder lange her und ich saß jede Folge und irgendwann in der fernen Zukunft oder naher Zukunft, werden sich irgendwelche Leute diese Folgen anschauen, vielleicht sogar ich aus der Zukunft, ja, wenn das der Fall ist. Hallo Namensammler, hallo Jonathan aus der Zukunft. Ich weiß, du fandest es toll, ich zu sein und vermisst die alten Zeiten. Oder vielleicht vermisst du sie auch nicht, weil es sich einiges gebessert hat und okay, ja. Damit habe ich jetzt zu meinem Ich aus der Zukunft geredet. Super, ne? Aber wir kommen zurück. Ich habe ein bisschen hier ein bisschen offscreen gebaut, weil ich nicht so richtig Lust hatte aufzunehmen, beziehungsweise ich hatte eigentlich schon Lust aufzunehmen, aber Leute, bei mir ist das Problem, ich mache es manchmal einfach zu kompliziert. Anstatt, dass ich eine Aufnahme beginne, bin ich so perfektionistisch, dass ich alles perfekt haben muss und denke, oh, ich brauche noch irgendwie eine Idee, was ich in der Folge mache, ja, oder keine Ahnung was. Und dabei, was ich eigentlich sonst ganz gern mag, ist einfach so Minecraft zu spielen, ohne aufzunehmen. Und dabei habe ich einfach ein bisschen gebaut, ja, ein bisschen experimentiert. Hier zum Beispiel so ein Loch in der Wand und da habe ich ein Loch in der Wand. Also es waren ja die Gänge, die runter in die Höhlen gingen. So. Huch. Okay. Also das habe ich einfach ein bisschen gebaut. Und das hier habe ich nochmal umdesignt. Weil wir hatten ja hier diese komischen Tor-Dinger. Und die fand ich letztendlich nicht so schön. Stattdessen habe ich sowas hier gemacht. Und ich muss sagen, das sieht wesentlich, wesentlich besser aus, finde ich, ja. Und den Stil mag ich auch mehr. Also hier ist die Tür weg und alles ist offener. Aber stattdessen ist hier eine schicke Tür drin. Mit der Treppe, die nach oben geht und alles. Und ja, so ist das hier alles, ne? Also, ich bin doch gespannt, was ich hier jetzt so reinbaue. Ich habe noch nicht so einen Plan, woraus ich jetzt hier zum Beispiel den Boden mache. Ich glaube, Birkenholz werde ich nicht machen, weil es ist schon eine Menge Birkenholz hier drin. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich tatsächlich das Schwarzeichenholz, weil ich mag irgendwie Schwarzeichenholz und Birkenholz kombiniert. Das hat sowas Frisches, ja? Das ist sowas Freshes an sich, ne? Und ja, es gibt noch ein bisschen was zu erzählen. Ich muss gestehen, es hätte vielleicht tatsächlich noch eine Folge gegeben. Wie gesagt, ich war wieder etwas perfektionistisch. Und in der Folge hatte ich auch ein bisschen selber noch mal ein bisschen gebaut. Und zwar habe ich was hier hinten gefunden, was sehr interessant aussah. Aber letztendlich habe ich dann doch keinen Plan mehr gehabt, was ich damit machen sollte. Und war ein bisschen unzufrieden mit der Aufnahme und alles. Aber ja, ich habe diesen Ort hier gefunden. Und ich finde, das hat eine richtig coole Aussicht einfach. Und ich habe hier ein bisschen rumgebaut. Also das habe ich noch nicht mal in der Folge gemacht. Das habe ich auch auf Screen gemacht. Glaube ich jedenfalls. Und ja, ich habe mir gedacht, hier vielleicht so eine Art Hobbit-Haus oder so reinzubauen. Das ist nicht so ganz gelungen. Und ich weiß auch noch nicht so ganz genau, was ich jetzt hiermit mache. Aber ja, also die Folge wird vermutlich auch nicht mal kommen. Weil das ist jetzt die Folge, die jetzt kommt. Also eigentlich entscheide ich mich wieder irgendwie um und ach, keine Ahnung, es ist schlimm mit mir. Ich weiß. Leute, ich weiß es, ja. Ihr sagt mir alle, ja, Namensammler, mach mehr Videos, ja, wir wollen mehr Videos. Und ich mach so, gut, ja, ich würde auch gerne mehr Videos machen, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Beziehungsweise, ja, gut. Nicht direkt, was ich so machen soll. Das ist ja eigentlich nicht das Problem. Ich kann ja spontan eigentlich was tun. Wir einfach nur rumlaufen und reden, ja. Und vielleicht machen wir diese Folge einfach nichts mehr, außer hier zu reden und hier zu zeigen. Okay, das bezweifle ich schon. Aber es funktioniert ja doch irgendwie. Also, keine Ahnung. Ich habe einfach zu viel drüber nachgedacht. Ich habe das einfach alles versucht, zu perfekt zu machen. Und letzten Endes habe ich einfach eine alte Folge Starcoal einfach wieder gesehen. Und das hat mir einfach gezeigt, wie das früher war. Und das war früher war lustig und da habe ich wieder bemerkt, worauf es eigentlich wirklich ankommt, ja, wenn ich hier was mache. Und ich glaube, das hat mir jetzt tatsächlich weitergeholfen. Das hat mir Motivation gegeben, jetzt die Folge aufzunehmen. Und gut, gucken wir mal, was wir so machen, ja. Es hat wieder angefangen zu regnen. Und ja. Das ist nicht wirklich das sicherste Haus bisher. Ja, man könnte meinen, es seien zwei Eingänge, es sollten eigentlich Fenster sein. Da kann man vielleicht irgendwann Fenster hinmachen. Aber ich weiß es auch nicht so wirklich, ja. Ich würde einfach mal sagen, wir gucken einfach mal jetzt mal vielleicht hier bei der Farm ein bisschen vorbei. Da habe ich nämlich auch ein bisschen was gemacht, ja. Nämlich ein bisschen weiter gepflanzt, weil ich ja doch noch ein bisschen Essen brauchte, als ich offscreen gespielt habe. Und da haben wir wieder neue Melonen. Passt ja wunderbar. Können wir gleich mal mitnehmen, ja. Yum, yum, yum. Wunderbar, ein paar saftige Melonen, ja. Richtig saftig, wie Chaos of 44, so man sagt. Und hier haben wir immer noch die Hühner.
Und hier ist eine Höhle. Waren wir da eigentlich schon mal drin? Interessante Höhle. Wir haben auch keine Fackeln, oder? Ne, wir haben keine Fackeln. Okay, und wie kommen wir jetzt hier raus? Ich weiß nicht. Ich grab mich einfach mal so entlang und... So. So. Ja, okay. Sollte passen. Ich könnte mal theoretisch irgendwie Wasser reinfließen lassen. Was ich jetzt aber nicht unbedingt mache. So, Chiki, hallo. Wohnst du noch hier? Ja, hier wohnt Chiki. Ja, hallo. Was ist hier los? Warum ist hier so viel... Ah, ich bin dumm. Ja, ich habe die ganze Zeit auf Samen gewartet, um hier mehr anpflanzen zu können. Und ich könnte einfach hohes Gras zerstören. Das wäre wesentlich einfacher gewesen. Aber gut. Und wir haben so viele Hühner. Die Frage ist wirklich, ob das immer noch derselbe Chiki ist. Weil... Okay. Nee, hier kann ja niemand reinspringen, oder? Es sei denn, ein Huhn wäre so schlau gewesen, hier tatsächlich auf den Zaun zu springen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht so ein Jump'n'Run-Huhn, ja, was so richtig gut in Jump'n'Runs ist, das hätte ich vielleicht reinspringen können. Und Chiki könnte vielleicht hier hochgeklettert sein, hier drauf und entkommen sein. Und dann wäre das gar nicht der wahre Chiki, ja. Also, es wäre möglich. Unwahrscheinlich, aber es wäre möglich, Leute. Ja. Leck. Okay, super. Wir haben auch kein Tor. Da war ich anscheinend auch sehr schlau, als ich das hier gebaut habe, nicht mal ein Tor einzubauen. Und ich würde sagen, komm, wir können den armen Chiki nicht einfach in diesem Loch vergammeln lassen. Ich meine, das geht doch nicht, ja. Komm, hier gehen wir mal kurz rein. Ja, Chiki hat ein Ei gelegt, wunderbar. Ja, und vor allem Chiki wird hier auch nass. Steht einfach im Regen und kann nichts tun. Der arme Chiki. Ich meine, schaut ihn euch doch mal an, ja. Wie er leidet, ja. Ist kühl und nass. Und ja, Chiki, es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber ja, wir ändern sofort was. Okay, wir machen es hier richtig schön hier. Ja, wir machen das, ja. Okay, also, überlegen wir einen Plan. Wie könnten wir das hier verbessern? Ich würde mal sagen, Chiki braucht erstmal mehr Auslauf, würde ich sagen, ne? Dass ein bisschen mehr hier rumrennen kann. Vielleicht machen wir eine unterirdische Hühnerhöhle. Das wäre interessant. Ich würde sagen, wir können hier tatsächlich erstmal, weil wir auch nicht so viel Zaun haben, hier erstmal weiter runtergraben. So irgendwie. Ja, da müssen wir, glaube ich, schon ein bisschen... Ja. Ja, machen wir das mal so. Okay. Gut, wir haben immer noch die guten alten Bugs aus Minecraft 1.13. Und ich bin mal auf den neuesten Snapshot gespannt. Weil, vielleicht habt ihr es ja auch gehört, die 1.13 und die 1.14 werden ja zusammen jetzt in die 1.13 verlegt. Ja, also die 1.13 war ja vorher einfach nur so ein technisches Update. Und, ach guck mal, das gefällt Chiki schon viel besser, ne? Ja, guck mal, vor allem er kann sich unterstellen endlich. Ja, da kommt kein Regen mehr so ab. Beziehungsweise, ich glaube, ja, okay. Ist schön. Also machen die hier eine schöne Höhle oder so. Da bräuchten wir immer noch Fackeln. So. Paar Sticks. Nicht, dass hier drin noch Monster spawnen, ja. Ein Creeper. Oder ein Zombie, ja. Da kommt plötzlich so ein Zombie an und verwandelt Chiki in ein Zombie-Huhn. So. Ja, ich glaube, das können wir sogar durchaus ein bisschen so natürlich lassen. Das Gras müssen wir hier runterführen. Das wäre cool. Ja, das wäre cool. Hier das noch mit Erde alles austauschen und nicht so einen harten Stein. Weil ich glaube, der Stein ist auch sehr kalt, oder? Ich meine, der Regen fällt hier die ganze Zeit rauf und ist sehr kalt, oder? Ja, die armen Füße von Chiki, ja. Aber gut. Ich glaube, Tiere, ja, die haben im Normalfall, sind das auch nicht so, haben die nicht die Möglichkeit, so an warme Plätze oder so zu kommen. Das ist schon ein Glücksfall. Aber ich meine, Chiki ist unser Haushuhn. Ja. Um den müssen wir uns kümmern. So. Aber wie ich schon sagen wollte, ja, also in der 1.13 sollte ja eigentlich so ein technisches Update sein. Und, nein, Chiki, tut mir leid, renn doch nicht da rein, wenn ich hier hier arbeite, mit der Spitzhacke. Und nein, Chiki, hier ist die Melone. Melonen sind saftig und gesund, ja? Okay, Chiki, okay, das ist, komm. Können sich Tiere eigentlich irgendwie regenerieren? Keine Ahnung, aber ja, gut, ich wollte weiter erzählen. Die 1.13 soll so ein technisches Update sein und die 1.14 sollte dann so richtig die Ozeane ganz toll machen, ne? Dass sie dann ihr Korallen und Seetang und Fische und keine Ahnung was alles gab. Also so richtig cooles Zeug. Und das wird ja zusammengelegt auf die 1.13 und das sind ja eigentlich schon die Snapshots der 1.13, die wir hier spielen.
Ach, legst aber noch ein Ei. So, nee, das brauchen wir jetzt nicht. Ja, ich einfach nur ein Ei. Okay, gut. Und demzufolge bin ich jetzt gespannt, was eigentlich im nächsten Snapshot passiert. Ob dann tatsächlich schon die ganzen Sachen der 1.14 drin sind, ja. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Da hätten wir auch ein bisschen was hier zu tun. Aber ja, okay, ich bin ja am Überlegen. Wie machen wir das? Ist irgendwie ein witziges kleines Loch. Aber es soll nicht so ein Loch sein. Es soll mehr eine Höhle sein, ne? Also müssen wir das hier mehr ausbauen. So. Ja, vielleicht irgendwie sowas. Gut, ja, vielleicht. Sowas hier, ne? Ja, ja. Oh, und da haben wir Kaugummi gefunden. Wunderbar. Können wir auf jeden Fall gleich mal mitnehmen. Kaugummi braucht man immer, ja? Ich meine, Kaugummi wird so krass verwendet, ja? Ich meine, zum einen für Werkzeuge, dann auch für Öfen, ja? Um was zu braten und für Fackeln, ja? Also Kaugummi können wir eigentlich echt nur gebrauchen. Ja, wenn wir irgendwie Kaugummi nicht mehr haben, dann müssen wir wieder auf Sandwerkzeuge umsteigen. Und das ist natürlich ein erheblicher Rückschritt. Das geht natürlich so nicht, ne? So. Och ja, komm. Komm, das müssen wir hier weiterführen. Dann führen wir das hier weiter. Und dann, sieht das richtig gut aus. Ich meine, so ein, hier noch so ein Gang hier runter. Das verleiht ganz neue Dimensionen, ne? So, hier noch ein bisschen rein. Sowas. Kommt sowas irgendwie. Ah, hier ist ein bisschen. Sowas, ja? Komm, wir gucken mal hier rein. Oh ja. Oh ja, Leute, guck mal, das ist doch eine richtige Höhle, ne? So, und hier wächst das Gras tatsächlich auch schon runter. Das ist sehr cool, sehr cool. Können wir das hier gleich mal mit Erde austauschen, ne? Ja, Chiki, pass auf. Nicht, dass ich dich hier mit der Schaufel erwische. Das wollen wir doch nicht. Tut dir nur weh und mir tut's auch nur weh. Ja, mir tut's dann weh in der Seele. Dass ich dich da mit der Schaufel getroffen habe. Ja, okay, bleib erstmal ruhig ein bisschen da. So. Also, wir sehen, es funktioniert ja, ne? Ich meine, mir ist aber so das Wesentliche von meinen Videos wieder so ein bisschen bewusst geworden, ja? Aber dafür will ich jetzt erstmal nicht weit so drauf eingehen. So. Werkbank wäre ganz gut. So. So. Gucken wir mal da drauf. So. Kaugummi haben wir. Aber wir brauchen eh nicht viel für eine neue Kaugummischaufel. Können wir gleich wieder mitnehmen. Okay. So, die Erde dahin. Und dann machen wir hier den restlichen Boden auch nochmal hier aus Erde, weil dann kann dann das ganze Gras drauf wachsen. Und ich dachte, da wäre noch Kaugummi gewesen. Habe ich vertan. So. Ja, dann kann da das ganze Gras drauf wachsen. Und dann haben wir hier richtig schön alles mit Gras voll bewachsen. Und das sieht dann sehr klasse aus. Dann können wir hier Blumen pflanzen. Oh ja. Oh ja, und ein bisschen Wasser wäre natürlich auch noch gut. Ich meine, Chiki, ich habe gar nicht an Wasser gedacht. Ich meine, du bist die ganze Zeit in dem Loch und wir können von Glück sagen, dass es regnet, ja? Und du musst dich von den Dreh... Chiki. Okay, nein, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Diese Löcher sind total gefährlich für Chiki. Das geht nicht. Weg damit. Oh nein. Okay. Okay. Kaum, Chiki ist komplett am Rumbacken. Wir machen es besser einfach so. Ja. Die Cobblestone könnten wir sogar drin lassen. Hat was. Nee, aber wenn wir daran denken, dass Chiki sich bisher
von den Regentropfen hier ernähren musste, was Wasser angeht, ne? Mensch. Sind wir für schlechte Menschen, beziehungsweise schlechte Timelords, ja? Beziehungsweise, was bin ich für ein schlechter Timelord? Oh nein. Zombie. Oh nein. Oh nein. Ich kann gerade ein bisschen schlecht sehen. Schicki, geht's dir gut? Okay, bist da unten. Ich kann gerade ein bisschen schlecht sehen, weil die Sonne mich ein bisschen blendet von meinem Fenster aus. So, was das andere sieht. Okay. Machen wir das mal so. Und dann sollten wir hier ein Tor reinmachen. Ne? Ich glaube, wir machen es vielleicht einfach so eine Leiter runter. Das fände ich cool. Alter, ich kann hier nichts sehen. Es ist zu dunkel. Die Sonne blendet mich. Ich muss hier ein bisschen... Vielleicht höre ich mich ein bisschen anders an. Könnte sein. Oh nein, jetzt mache ich falsches Kampfsystem. Oh nein. 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 Nein, 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 nein. Ich weiß gar nicht. Bin ich schon mal in Dreamy gestorben? Ich weiß es gar nicht. Ich will bloß hier weg. Wo geht's hier rein? Da. Da. Okay. Gut. Ja. Ciao. Weiß gar nicht, was ich gerade noch gemacht habe. Okay. So, wenn jetzt hier eine Spinne drin spawnt, ne? Dann bin ich erledigt. Okay. Ich würde sagen, ich esse einfach mal den Apfel. Ein bisschen effektiver. Quatsch, was sage ich da? Apfel, Diamant. So. Okay. Ja, gut. Okay, und die Melone. Ist so still hier. So ein bisschen regenerieren. Gut. Nee, was wollen wir machen? Wir wollten ein schönes Zauntor machen, ja? Das war ja so. Nee, das ist falsch. Okay, ah, dann brauchen wir aber noch mehr. Mehr Sticks. So, da, da. Und das ist da. Dann haben wir ein Birkenholz-Zauntor. Oder machen wir zwei? Ne, machen wir erstmal eins. So, und jetzt brauchen wir, wie gesagt, trotzdem noch ein paar Leitern. Weil ich glaube, so ein paar Leitern, die da so runtergehen, wird, glaube ich, ganz schön aussehen. So, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Brauchen wir das? Ich glaube, das brauchen wir. Das packe ich denn jetzt weg. Ja, die Fackeln brauchen wir. Hä? Oh. Ulla. Okay. Keine Ahnung. Wir hatten schon irgendwie Fackeln getrennt da oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir schon die ganze Zeit Fackeln. Keine Ahnung. Okay. Also wir gehen jetzt nochmal raus. Ins Getümmel. Wo ist das Skelett? Es ist so dunkel. Ich sehe immer noch nichts. Ah, da ist das Skelett. Da war der. Oh nein. Oh, okay. Es ist tot. Puh. Die Sonne geht auf. Ist ein Enderman. Okay. Hier vorne. Ja, ich würde sagen, hier tausche ich das aus. Durch ein Zauntor. So, dann machen wir das hier zu. Na, Chicky, geht's gut? Okay. Oh, Chicky hat Kinder! Yeah! Ein Küken. Okay. Ich guck schon wieder. Ich hab deutlich zu viel wieder von einer YouTuberin geguckt. Das merkt man daran, dass sie irgendwie mein Verhalten ein bisschen... ja, ändert. Aber egal, ich passe mich halt ein bisschen so an. Und das ist eigentlich ganz gut, muss ich schon sagen. Ja, das hat auch was Lustiges an sich. Au! Was macht ihr da unten? Ich weiß nicht. Minecraft hat... Das ist nicht mehr normal, ja? Das ist nicht mehr normal. Ich glaube, Minecraft... Das liegt an der Minecraft-Version, ja? Es buggt hier komplett rum, dass die Hühner einfach in die Wand laufen und kaputt gehen. Furchtbar. Furchtbar. Wir müssen vorsichtig sein. Stellt euch mal vor, Chicky passiert irgendwas. Oder dem Küken da von Chicky. Und woher wissen wir überhaupt, wer ist, wenn das Küken erwachsen ist? Okay, wir müssen irgendwas tun. Wir haben ein kleines Problem. Wir bräuchten einen Name-Tag. Eine Minute, 37 Sekunden später. Okay, wir haben keinen Name-Tag. Ja, ich glaube, das... ist nun mal einfach derzeit das Problem. Ich glaube, wir nennen das Küken einfach Chicky, ebenfalls Chicky, dann haben wir kein Problem. Die Frage ist, wer ist das Original? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann das irgendwann mal sprechen und dann kann es uns das sagen, ja? Ich weiß es auch nicht. Ich würde auf jeden Fall an dieser Stelle sagen, das war's hier von der schönen Folge. Wo sind wir hier? Achso, ja, ich wollte gerade unter mein Haus laufen, um die Folge zu beenden. Ja, okay. Das Haus versteckt sich vor mir. So. Also, das war's hier von dieser schönen Folge Minecraft Dreamy. Ich hoffe, sie hat... Autsch. Also, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann
In der nächsten Folge, die hoffentlich ein großes Stück früher kommen sollte, vielleicht, möglicherweise, ich verspreche nichts, aber ihr kennt mich ja. Freut euch einfach, wenn ihr Dreamy in eurer Abo-Box seht oder ein anderes Video von mir. Egal, das war's. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.